Julia Grünwald, diesmal sicherer verwandelt. Diesmal ist es sicher verwandelt, genau. Ihr zweiter Treffer zum Anschluss. 4:5. Und das sah mir stark nach Schrittfehler aus. Und noch einer. Und wieder ist es Julia Grünwald, die da vorgeeilt ist. Und andere Ecke diesmal. Sollte man auch machen. Die Torhüterin hatte wieder auf dieselbe Ecke spekuliert. Und dann hat sie sich schön verladen. Ja, zum Ausgleich. 5:5. 5:5, tatsächlich. Schönes Kreisanspiel und das gibt zwei. Gelbe Karte. 7 Meter. Gelbe Karte gegen Maria Kluth. Und Torwartwechsel. Und Torwartbänke. Annika Kunz im Tor. Jetzt für Grünwald-Schwerin, für Laura Fischer. Da wünsche ich ihr mal viel Glück. Ich habe ein gutes Gefühl, dass sie ihn vielleicht hält. Schade. Fuß hatte sie dran. Aber der vierte Treffer von Franziska Rassel, der dritte per 7 Meter zum 5:6. Und jetzt Spielzug angezeigt von Grünwald-Schwerin. Die 4. Jule Schiller. Die Einzelaktion gesucht, aber der Ball muss halt ins Tor. Super gemacht, sich selber die Situation erarbeitet. Aber so ein Ding musst du natürlich reinmachen. Da musst du alles in diesen Wurf setzen. Das fehlt jetzt gerade noch so ein bisschen. Sehr auch im Bedacht darauf, dass die Torhüterin natürlich sehr gut steht dort auf dem kurzen Pfosten. Aber sollte man vielleicht auch mal die Variante nehmen, einen scharfen, präzisen Wurf über die Schulter anzusetzen. Und der Ball war drinne. Nummer 10 von der TSG. Silke Pörschke zum 5:7. Oh, gefährlicher Pass da von Schiller gegen Hilga und Janette Nagel mit der gelben Karte. Also, Variante, dass der Kreis rauskommt, dann stellt, aber da ist nichts passiert, er ist sich einfach kaum bewegt. Theresia Meissner hat sich dann doch die Lücke gesucht und gefunden. 6:5. Das habe ich genauso gesehen. Steffen zeigt es gerade an, Schritte. Ich persönlich hätte es gepfiffen, weil es offensichtlich war, es waren ja schon fast 5. Kommt aber noch ein Pass zustande und dementsprechend auch das Tor für Wismar. Ja, und auf der gleichen Seite auch das Tor durch Julia Grünwald, ihr viertes. Auf der anderen Seite war es Franziska Rassel mit ihrem 5. Treffer. 7:8. Und da ist sie wieder. Und Laura Fischer, jetzt gibt es 2 Minuten. Gegen Katrin Hilger, glaube ich. Ja, die ignoriert. Gegen Katrin Hilger. Sie bekommt das nicht gar nicht mit. Diskutiert. Oh. Jetzt hat sie es mitbekommen. 2 Minuten gegen Katrin Hilger. Und 7 Meter für TSG Wismar. Laura Fischer bleibt diesmal im Tor. Sicher verwandelt von Pia Zibur zum 7:9. Der war glatt über den Kopf. Ja, schwierig zu halten für den Torhüter. Ich glaube, entweder hält man den Kopf hin oder man kommt da definitiv nicht ran. Traut sie sich nicht, Jule Schiller. Ja, auch da wieder nicht. Sarah Bischoff jetzt von außen, schlechter Winkel. Habe ich genauso gesehen. Leichtes Stoßen beim Abwurf. Jetzt machen die Schiedsrichter sich das Leben selber schwer. Der Fuß war vor dem Sturz, vor dem Schieben des Gegenspielers. Hätte andersrum gepfiffen werden können und müssen. Jetzt gibt's Gelb gegen Steffen Franke. Ich gebe Steffen da definitiv recht. Das waren jetzt so 3, 4, 5 Entscheidungen schon, wo sich beide nicht wirklich einig waren oder auch eine falsche Entscheidung getroffen wurde.
Ja. Oh, jetzt muss er sich natürlich zusammenreißen. Weil sonst gibt es 2 Minuten gegen die Bank und dann muss eine Spielerin runter und damit schwächt er seine Mannschaft an. Korrekt. Jetzt müsste genau das Zeitspiel schon angezeigt werden. Und Steffen reingerufen, ruhig, wir müssen jetzt ruhig aufbauen. Wir sind ja auch in Unterzahl. Ich wollte es gerade sagen. Sieben Meter, jetzt muss auch da eine Strafe kommen, ja, die gelbe Karte. Und die gelbe Karte gegen Silke Pürschke. Das ist die dritte auf Wismarer Seite und damit die letzte in dieser Halbzeit. Ja, wenn es 3 sind, dann geht's jetzt los. Ja, und da haben wir 7 Meter Spezialist in einer Linke, sicher unten rechts. Ja, es fällt mir langsam auf, die Wismaraner Torhüterin hat ein gutes Stellungsspiel von außen, hat aber ihre Probleme, wenn man die Bälle unten auf die Ecken zieht und sie als Aufsetzer bringt. Oben scheint sie kaum bezwingbar zu sein, weil sie auch einen sehr sicheren Mittelblock hat. Aber ist ja mal ihre Schwachstelle, dürfte die Aufsetzerwürfe sein. Schauen wir mal. Franziska Rasselder und Freiburg für Grün-Weiß. Kommt raus, Mädels, ihr seid zu dritt am Kreis. Alles war aber schön gemacht. Julia Grünwald in der 1 gegen 1 Situation. Jetzt hilft es noch. Eigentlich jetzt. Nein, da kannst du doch keine. Nein. Du kannst doch nicht 4 gelbe Karten auf einmal zeigen. Die 7. Zibur. Ja, jetzt sollte es aber auch langsam reichen. Jetzt muss der Schiedsrichter irgendwann mal den Twix-Finger hochhalten. Weil sonst machen sie sich langsam unglaubwürdig hier. Oder das könnte auch mein Fehler gewesen sein, gerade sehe ich gerade. Das war die dritte. Das war mein Fehler. Na gut, Kai, dann entschuldige ich mich natürlich beim Schiedsrichter. Das war die dritte gegen Pia Zubur. Jeanette Nagel und Silke Pörschke waren die anderen beiden. Und Zubur jetzt auch mit dem Treffer, dem zweiten. Neun zu elf. 4 rechts angezeigt als Spielzug. Gestellt da und dann abgebrochen, nicht gestellt. Da müssen wir aufpassen. Stark gehalten. Auf jeden Fall. Wenn du den Ball siehst du unheimlich spät, dann natürlich dann auch ein bisschen die Situation antizipierst. Ist natürlich super gehalten, definitiv. Ich sag mal, den hier halten 2 Torhüter von 10. Ganz einfach. Ja, das ist ein schönes Kompliment von unserem Experten Roberto. Und ich wollte gerade sagen, wir müssen mal den Schiedsrichter ändern. Das wird dir im Laufe des Spiels sicherlich auch noch auffallen. Ein Schiedsrichter, die in ihrer Linie sehr, sehr schnell auf Zeitspiel entscheiden. Julia Grünwald mit dem Treffer. Vom Konter. Ihr 5. Treffer bereits. Anschlusstreffer 10 zu 11. Na, das Tor für Wismar, aber es war vorher abgepfiffen. Gibt Freiwurf. Man muss natürlich auch erklären, warum jetzt gerade Freiwurf. Resultiert aus dem vorigen Schrittfehler. Und den 4. Schritt macht sie am Mann. Und dadurch kommt die Situation für den Wurf zustande. Daher richtig entschieden. Ja, Anja Klemann scheitert da zum einen am Tor, weil er geht nicht ins Tor. Und zum zweiten ist sie in den Kreis getreten. Deswegen Ballbesitz für Grün-Weiß-Spreen und die Chance hier zum Ausgleich mit der 1. Links, auf der Rechtsaußenposition jetzt die Nummer 7 bei Schwerin. Julia Grünwald bekommt den 7 Meter und es gibt 2 Minuten jetzt hinterher. Gegen Anja Klemann. Und Anna Linke kommt zum 7 Meter.
Hervorragend gehalten von Rieke Spaß. Hat sich dabei aber scheinbar leicht wehgetan. Und der Ball von außen von Silke Pörschke geht vorbei. Und jetzt grün-weiß die Möglichkeit in Überzahl hier den Ausgleich zu erzielen. Da hört man, stoßen auf die Lücken. Ja, der Ball von Jule Schiller am Tor vorbei. Ja. Steffen ruft ihn zu, weiter geht's. Wismar wird da jetzt gestellt. Da versucht sie durchzukommen. Ja, bisschen mit der Brechstange jetzt. Ja, einfach sagen, da versucht sie den Weg zu finden, wo keiner ist. Es führen viele Wege nach Rom. Ja. Nicht zum Torerfolg. Der Weg führt auf jeden Fall nicht zum Torerfolg, Sarah Dürl. Mit dem Sprungwurf. Abgebrochen und jetzt wollen wir mal gucken, ob sie die Lücke da suchen. Sarah Bischof. Warum mal nicht mit Doppelpass, aber der muss dann auch rein. Ja, Lena, das muss ich aber auch vorher schon beobachtet haben, selber, als die Sarah außen gespielt hat, dass man sie auf der kurzen Ecke auf dem Pfosten von außen überhaupt nicht bezwingen kann. Dann kann sie natürlich so einen Wurf nicht auf halbe Höhe, Schulterhöhe bringen. Da steht der Torhüter massiv am kurzen Pfosten. Da muss sie mehr draus machen. So wie jetzt eben gerade. Die Franziska Rassel mit ihrem 7. Treffer bereits in diesem Spiel. 10-12. Und jetzt sehen wir auf beiden Seiten die Trainer mit der grünen Karte in der Hand. Auf ihre Mannschaft einreden. Interessantes Bild. 5 links. Mal sehen, wer das Duell gewinnt. Ja, da ist man als Trainer noch ein bisschen hilflos, weil seine Waffen sind das, was auf dem Spielfeld steht. Ja. Und die haben auch noch ihren eigenen Willen. Und jetzt gibt es den Freiwurf. Man kann da auch definitiv mal einen 7-Meter pfeifen. Kommt klar durch, springt ab und dann kommt das Foul in den Wurfarm oder die Attacke zum Wurfarm. Habe ich viele Schiedsrichterpaare schon gesehen, die dort klar deutlich einen 7-Meter pfeifen. Und Theresa Meissner tankt sich dadurch. Und erzielt den Treffer. 11-12. Und der Redermeister hat erneut den Ball. Jetzt der schnelle Konter gespielt. Julia Grünwald scheitert an Ulrike Schwast. Und das ist durch den Kreislauf. Also korrigiere mich in meinem Handballverständnis. Aus dem Kreis rausgelaufen, ja. Ball aufgenommen ist. Hätte ich jetzt auch gepfiffen, wir hatten